Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, neue Woche und ich habe eine Verpackung für so ein kleines Schäfchen. Wenn man das Schäfchen rausnimmt, dann kann man hier noch ein Fach öffnen und könnte da zum Beispiel Geld integrieren. Also so das komplett Ostergeschenk, sage ich jetzt mal. Die Grundidee, die kommt von Sarah Douglas, das ist die Chefin von Stamping Up. Und die hat sowas Ähnliches auf ihrem Facebook-Profil gepostet. Allerdings war das dann in einem und ich fand das irgendwie praktischer mit dem Deckel. Und ich glaube, sie hat dann auch den Untergrund zusammengeklebt. So ganz genau weiß ich nicht. Aber ich habe es gesehen und habe gedacht, das muss ich irgendwie entsprechend halt mal ein bisschen umfunktionieren und möchte dich daran teilhaben lassen. So, das tue ich erstmal zur Seite. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, du brauchst natürlich Papierschneider, Kleber, diesmal auch das Abreißklebeband oder ein ähnliches, das was du halt gerade hast. Das ist ganz hilfreich, wenn man dieses Sichtfenster hier einkleben möchte. So, es wird benötigt ein bisschen Designerpapier, ein Pizzakarton, von dem Mini-Pizzakarton, ein Stück von den durchsichtigen Folie. Da kann man natürlich dann auch mal schauen, was man zu Hause hat irgendwie und da irgendwie was nehmen. Dann ein Stück Glanzkarton, auch da geht von, ich sag jetzt mal, wer gerne die Dickmänner isst, die sind innen dann auch Silber, zwar jetzt nicht so schön spiegelnd, aber immerhin Silber. Und dann nochmal zusätzlich ein kleines Stück. So, dann tun wir das mal weg und fangen mit diesem Stück hier an. Da brauchen wir dann den Papierschneider. Und dann wird dieses Stück, das hat die Größe 27 cm mal 26,7 cm. Also ist nur ein kleiner Schnapsunterschied. Ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Jetzt wird das von allen vier Seiten bei 8,8 cm gefalzt. Machen wir mal eben. Ich drehe das Ganze gleich mal um, weil dann kann man das irgendwie durch dieses Muster, ich glaube, das irritiert so ein bisschen. So, jetzt legen wir das einmal hier hin. Genau. So, wenn man das jetzt so liegen hat, dass diese Länge 27 cm ist und diese Länge die kleinere, dann kann man sich, hier kann man jetzt die ganzen Falzen, sag ich mal, ich zeichne die mal kurz ein bisschen ein. Ich kann das ja nachher wieder wegradieren, wenn es mich wirklich stört, aber das ist ja alles der Innenteil. So, wenn man das so vor sich liegen hat, dann bringt man hier an diesen beiden Stellen und an diesen beiden Stellen Klebelaschen an. Das heißt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nachher von einem dieser Stücke für den Deckel, wo ist der Deckel? Da ist der Deckel und für das Stück hier oben drauf, da brauchen wir dann gleich ein Reststück hiervon. Das wird dann erstmal alles weggeschnitten und das nächste, was dann noch gemacht wird, ist von diesen beiden Falzlinien, werden 2 cm gerechnet, also 1, 2 cm, da auch nochmal 2 cm und dann wird von dieser Linie werden 3 cm abgemessen. Muss jetzt mal hier anlegen, 1, 2, 3, hier und dann wird dieser Ausschnitt auch noch ausgeschnitten. Da kommt dann gleich der, tun wir das Schäfchen raus, kommt gleich dieser Ausschnitt dahinter. So, das alles, dieses Ausschneiden, das mache ich jetzt im Schnelldurchgang. So, wenn das alles zugeschnitten ist, dann kann man mit dem Radiergummi einfach die Sachen wieder, wenn man denn was angezeichnet hat, das hatte ich jetzt eigentlich nur angezeichnet, um dir das zu zeigen, wo du denn da was machen musst, kann man wieder wegradieren. Also im unteren Bereich sieht man es sowieso nicht, weil da kommt dann gleich der Pizzakarton rein.
So. Das so ein bisschen wegmachen und dann wird das Ganze, Entschuldigung, wird das Ganze einmal durchgefalzt. Auch das mache ich mal wieder im Schnelldurchgang. So, damit ist der Unterteil der Box erstmal so fertig. So kann man sich das zusammenhalten, sieht man schon mal. Was wir jetzt dann noch einfügen, das ist dieses Stück von der Klarsichtfolie. Das hat eine Größe von 6 cm mal 8 cm. Und hier finde ich es halt jetzt persönlich hilfreich, dieses Abreißklebeband. Das reicht von der Stabilität und ja, man kann es halt abreißen und hier sehr gut platzieren. Einfach so ein paar da drum. Das muss ja jetzt auch nicht luftdicht abschließen. Das ist ja einfach nur, dass es hält. Man kann da auch Blue Dots für nehmen. Das funktioniert auch. Aber die, sie haben ja eine gewisse Höhe. Also von daher finde ich persönlich jetzt so ein Abreißklebeband einfach schöner. So, und an der Stelle auch noch. So, und dann wird das einfach von hier oben halt bündig eingeklebt. So. Und dann passt das hier. So, das ist jetzt der Teil unten von der Box, der ist schon fertig. Jetzt nehmen wir den Pizzakarton. Das tun wir mal zur Seite. Hier falten wir den auch erstmal durch. Und bevor wir ihn aber zusammenbauen, schneiden wir hier vorne diese Lasche einmal weg. Die stört nämlich nur. Und dann müssen wir natürlich diesen Einsatz hier für das Schäfchen später auch noch rausnehmen. Und das Ganze muss auch noch abgedeckt werden. Wenn man jetzt ein Stück hier draufklebt und dann das durchkurbelt, das ist zu viel für die Sinditz. Das schaffen die nicht. Deswegen erst den Pizzakarton durchkurbeln, dann ein Stück aufkleben. Und von der Rückseite sieht man das dann ja und dann von der Rückseite nochmal dagegen kurbeln. Das Stück, was hier aufgeklebt werden soll, hat die Größe 9 cm mal 9,2 cm. Diese 2 mm, die resultieren einfach daraus, dass hier dieser Überstand ist. Und wir das ja gleich alles komplett abgedeckt haben wollen, wenn es in der Box versinkt. So, also ich gehe jetzt mal kurz das kurbeln, das aufkleben und dann von der anderen Seite das nochmal kurbeln. Bis gleich! So sieht das Ganze dann aus. Das Reststück kann man natürlich auch noch für irgendwas anderes benutzen als Deko. Kann man dann schauen. Was hier für ein Ausschnitt ist, hängt natürlich ganz eindeutig davon ab, was man hier reintun will. Wenn man da was anderes reintun will, kann man natürlich da auch eine andere Form, einen größeren, einen kleineren Kreis, was auch immer halt da ausstanzen. So, jetzt wird diese Pizzabox einfach zusammengesetzt. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt kann man hier nochmal sehen, dieses Stück ist so ein Ticken ja größer und die stehen hier hinten ja was über. Und das ist so das Maß, wo man das dann anlegt. So, jetzt nehmen wir mal unsere Box hier. Das, was wir vorhin rausgeschnitten haben, das nehme ich nach vorne, weil dann kann derjenige da hochziehen und kommt dann an das eventuelle Geld dahinter. Jetzt wird das Ganze so reingeklebt. Man kann die Box hier unten festkleben, muss man aber nicht, die kann man auch später reintun. Ich mache es diesmal, dass ich es später reintue und die Box, ich klebe sie dann schon fest, aber ich mache erst die Box zusammen und dann klebe ich die hier unten rein. Das mache ich aber auch wieder im Schnelldurchlauf und zwar mit dem grünen Tombow. So. Jetzt ist der Boxenunterteil komplett fertig und man kann das hier halt auch rausziehen, wenn man da jetzt irgendwie noch was verstecken möchte. Und wieder zumachen. Und das Schäfchen passt rein oder was halt immer, was man da haben möchte. So, jetzt fehlt uns dann nur noch der Deckel. Das lege ich mal zur Seite. Und zwar für den Deckel habe ich hier diesen Glanzkarton in der Größe 12,4 x 12,8 cm. Und der wird von allen Seiten bei 1,5 cm gefalzt. Ich drehe das mal um, das blendet sonst so. 1,5. So. 1,5.
Und jetzt habe ich mir ein Reststück genommen und das schon mal vorgeschnitten. Das hat die Größe 7,8 mal 7,8 cm. Und zwar die Klebelaschen, die habe ich bloß einen Zentimeter gemacht, das reichte mir. Und da wir ja bei 8,8 gefalzt haben, minus 1 cm ist 7,8. Deswegen ist das 7,8 mal 7,8. Das reicht mir von der Dekogröße und das klebe ich dann einfach hier in der Mitte auf. Es ist zwar jetzt von der Größe, da waren ja 4 mm Unterschied, also 12,8 und 12,4, aber das macht von der Optik keinen großen Unterschied. So, jetzt wird einfach wie bei jeder Box oder jedem Boxendeckel an den vier Ecken einmal bis zur ersten Falz eingeschnitten und an beiden Seiten so kleine Eckchen rausgeschnitten, dass man das besser zusammenkleben kann. Und dann wird das Ganze zur Box hoch, zum Boxendeckel hochgeklebt. Das mache ich dann wieder im Schnelldurchgang. So, jetzt ist der Deckel auch fertig. Wenn du auch diesen Glanzkarton nimmst, das Kleben funktioniert. Es dauert aber ein bisschen. Da muss man ein bisschen Geduld haben und das was länger irgendwie dann festhalten. Damit ist unsere Box jetzt fertig. Jetzt wird der Deckel noch aufgesetzt. Und tada, hab's da jetzt erstmal das Schäfchen da rausgerupst. Und schon ist sie fertig. Man kann das natürlich hier oben jetzt noch weiter verzieren, aber ich finde, man kann das jetzt an der Stelle auch erstmal so lassen. Ja, das war der Wochenstart in dieser Woche. Ich hoffe, diese Box hat dir gefallen. Ich finde sie wirklich nett, gerade aus dem Grund, weil hier unter noch so ein Fach ist, wo man einen Geldschein hinmachen kann. Und wenn derjenige das bekommt, dann rechnet er erst gar nicht mehr damit. Er guckt sich das an und sagt, oh, hier ist ja schön. Und irgendwann guckt er vielleicht mal da drunter und sie findet dann das Geld. Oder da passt auch so, sag ich mal, eine Gutscheinkarte von der Größe auch rein. Also finde ich ganz ganz pfiffig irgendwie. So, wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Wenn du Fragen dazu hast, dann schick mir einfach eine Mail. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht am Mittwoch zur Mittwochsreihe wieder. Bis dahin, tschüss. Ach, da war doch noch was.